Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu Maxville, Leute. Wir sind wieder auf quivergames.net, Leute. Aber was mir gerade so auffällt, ich habe ja immer noch meinen Halloween-Skin drin, was mir so auffällt. Leute, ich werde auf jeden Fall einfach wirklich heute mal einen anderen Skin reinmachen. Und zwar, ich habe mir einen Namen kopiert und zwar, der Name Das kleinere Twix. Dieser Spieler oder dieser Zuschauer hat sich einfach mal gewünscht, ich einfach mal in ein Video einfach mal seinen Skin reinmache. Deswegen werde ich einfach mal Schlecht-Skin und den Namen machen. Und ja, ihr könnt natürlich auch einfach mal sowas reinschreiben, wenn ich mal euren Skin... Oh mein Gott, okay. Der Skin sieht ja auch richtig cool aus, irgendwie, meiner Meinung nach. Okay, vielleicht werde ich ihn öfters benutzen, mal ein Video. Schreibt gerne mal eure Meinung mal dazu rein. Wenn ihr auch sowas mal wollt, schreibt gerne auch rein, ich mal euren Skin mal benutzen soll. Und Leute, wo ich hier gerade auch stehe, wenn ihr euch irgendwie wundert oder so, das ist sozusagen unser Lager gewesen. Hier war unser Lager. Aber Leute, wir haben einfach unser Lager abgebaut. Wir haben unseres Lager jetzt hier hinter verfrachtet, Leute, weil es hier immer ein bisschen geleckt hat und so wegen den ganzen Kisten. Hier unten ist jetzt unseres neues Lager und so. Ich kann euch das mal ganz kurz einfach mal zeigen, Leute. Für die Leute, die es mich schon länger verfolgen und so auf YouTube, die haben das ja mitbekommen, wie wir unseres Lager gebaut haben. Wir haben das abgebaut und hier ist jetzt das neue Lager. Und ja, Leute, ist jetzt noch nicht fertig. Wir sind noch nicht ready, perfekt und so. Aber wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Aber Leute, ihr seht ja schon, was ich hier unten in meinem Inventar drin habe. Wir werden heute wieder Plots bewerten, aufnehmen. Ihr kennt die Bewertung, Leute. Emerald Block ist sozusagen die beste Bewertung wieder. Wirklich, wo ich sagen tue, wirklich, das GS ist extrem geil. Diamantblock, Leute, ist wirklich einfach, wirklich, wenn das GS einfach nur cool ist und so. Eisenblock ist sozusagen, wenn das so ein Mittelding ist von gut und schlecht. Und Goldblock ist sozusagen, wenn das schlecht ist. Und Kohleblock sozusagen total schlecht sozusagen. Und heute wird aber eine kleine Veränderung an den Video geben, Leute. Und zwar, ich werde heute nicht karten, Leute. Und zwar, ihr wisst ja, Leute, ich tue ja immer schneiden und so zwischen den Häusern immer, also zwischen den GSen und so, weil ich muss ja eben schreiben und so mit dieser Person, die Person auch da sind oder nicht, Leute, das muss man einfach machen, weil ich habe ja keine OP oder so. Und ja, Leute, und das werde ich heute einfach mal nicht machen. Deswegen, Leute, werde ich einfach mal sofort loslegen. Ich werde den Wettengenerator anmachen und mal gucken, wo wir rauskommen. Das heißt, Leute, wenn heute sehr viele AFK sind, dann ist es einfach ein bisschen blöd, Leute. Aber ich werde das heute einfach mal nicht rauskommen. Ich bin echt gespannt, bei welchen GS wir jetzt rauskommen. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und go, Leute. Und ja, Leute, ich werde das einfach mal jetzt heute mal euch mal zeigen, wie das einfach wirklich mal ist, Leute. Weil ihr sollt einfach wirklich mal sehen, es wirklich ein bisschen Plots bewerten ein bisschen extremer ist. Ich schreibe dann einfach ich schreibe immer die Leute einfach mit Hey an und schreibe einfach dann immer darf. So, ich tue die immer einfach mal rein anschreiben, immer Hey, darf ich deinen GS bewerten? Und dann warte ich einfach immer ein paar Sekunden, ne? Und wenn die nicht antworten, dann gehe ich einfach zur nächsten wieder. Und ja, Leute, so tue ich einfach immer Plots bewerten immer machen. Und wenn euch sowas gefällt, Leute, ich einfach sowas nicht karten tue oder so, dann schreibt es auch gerne mal rein, würde mich mal unbedingt mal interessieren. Nö. Aber zum Beispiel diese Person, ich glaube, die wird auf jeden Fall nicht irgendwie gerade jetzt gleich antworten. Weil ich vermute mal, die Person ist auf jeden Fall AFK, Leute. Und ich muss irgendwie die ganze Zeit den Skin angucken. Ich weiß nicht warum, aber der Skin ist irgendwie wirklich cool. Okay, die Person ist auf jeden Fall nicht da. Das heißt, Leute, ich werde wieder einen Wettengenerator anmachen und mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Genau sowas kann zum Beispiel häufiger passieren bei Plots bewerten, was ich aber immer weg hatte sozusagen. Und ja, aber heute mal eine Ausnahme und der da ist... Oh, hier ist Lava. Ich wollte gerade da reinspringen. Okay. Okay, ist der da oder nicht? Ich schreibe den einfach mal an, der da ist oder nicht. So, Leute, ich habe den einfach jetzt einmal eingeschrieben, ob ich sein GS bewerten kann oder nicht. Der ist ja auch supreme, so wie ich. Und ich habe gerade gesehen, der eine hat gerade geschrieben, ja, aber GS2, GS1 wurde mir geschenkt. Bin zwar GS2 nicht fertig, aber okay. Okay, Leute, da gehe ich auf jeden Fall nochmal zu ihm. Das war der hier. Das heißt, zweites GS soll ich kommen. Okay, da werden wir jetzt einfach doch mal nochmal hingehen. Und hier haben wir ihn auf jeden Fall schon mal. Und er hat jetzt geschrieben, ich darf das GS bewerten. Ich werde ihn einfach nochmal anschreiben. Nochmal als Sicherheitsfrage sozusagen. Also darf ich das hier bewerten?
So, Fragezeichen. So, mal gucken, was er jetzt sagen tut dazu, Leute. Wenn er jetzt schreiben tut, ja, dann tue ich das bewerten, ne? Und ja, ihr seht auf jeden Fall, Leute, es hat jetzt ein paar Minuten gedauert, bis wir endlich jemanden gefunden haben. Es läuft einfach manchmal immer so. Und er hat es auch geschrieben, ja. Deshalb, also, wir gucken einfach jetzt uns das mal das GS an. Das sieht wirklich standardmäßig noch aus, Leute. Er hat auch geschrieben, er ist noch nicht fertig. Das soll hier ein kleiner Shop sein, denke ich mir mal. Aber ich denke mir mal, der ist noch nicht eingerichtet. Nee, ist er nicht. Hier ist noch eine kleine Truhe, okay. Mal gucken, Leute, was er hier noch hat. Okay, das war mir gerade so ein bisschen klar. Er hat hier nichts und so. Ja, Leute, es ist ein kleines Standardhaus. Ist aber, wie gesagt, noch nicht fertig. Ist noch viel zu tun. Ja, natürlich, viel zu tun ist auf jeden Fall noch hier. Das GS auf jeden Fall schön wird. Was mir auf jeden Fall bei den GS gut gefällt, ist der Zaun hier, gefällt mir irgendwie, Leute. Also hier, wie der Zaun hier am Anfang ist, gefällt mir das noch ringsherum. Das wird wirklich cool sein. Alles klar, Leute. Wie das Haus ist auch, das ist mal ein anderes Design, ist das einfach mal. Aber Bewertung, Leute, ich würde sagen, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, Leute, ja. Ich würde sagen Eisenblock, Leute, aber nur, weil mir das Haus so sehr gut gefällt, weil Diablock ist es auf jeden Fall nicht, weil, achso, hier ist der Eingang, ich würde sagen, Leute, Eisenblock würde ich eiskalt sagen, Leute, ich möchte ihn dann auch nicht so schlecht bewerten, ich gebe mir einfach einen Eisenblock, so, und ich sage ihn einfach auch nochmal, weil das mache ich immer, Leute, ich schreibe dann auch nochmal dazu, ist schon... So, Leute, ich habe ihn einfach mal geschrieben, ist schon gut, aber nicht das Beste. Und lässt uns das Smiley noch hinten dran. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen wieder zum nächsten. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Oh mein Gott. Ich hoffe, Leute, wir können auf jeden Fall dieses GS bewerten. Hoffentlich, Leute, weil das ist wirklich geil. So, Leute, ich habe ihn auf jeden Fall jetzt einfach mal geschrieben, so, hey, darf ich dein GS bewerten? Er ist auf jeden Fall Quiefer, dieser Spieler hier, aber dieses GS ist wirklich so heftig. Ich hoffe, Leute, von mir aus, oh mein Gott, ich habe schon Angst gehabt, der AFK ist oder so. Okay, Leute, wir dürfen das GS bewerten, Leute. Richtig cool, eine kleine Spende wäre sehr nett. Herz. Okay, ich habe jetzt gerade nichts, ich habe nur meine Bewertung, die brauche ich selber. Okay, das GS sieht in ersten Blick wirklich richtig cool aus, Leute. Aber ich denke mir mal, oh, schade. Das ist wirklich noch in Bau. Ich habe gedacht, das lädt irgendwie noch oder so. Habe ich wirklich gedacht, Leute. Ich dachte, wenn ich jetzt, wo ich jetzt hier stand, habe ich gedacht, das lädt da hinten. Aber das ist ja noch nicht fertig. Oh mein Gott. Aber wie das bis jetzt hier aussieht, denke ich mir mal, ist wirklich richtig cool, Leute. Der Pilz und... Ich denke mir mal, wenn das GS fertig ist, Leute, denke ich mir mal, ist das GS wirklich sowas von fett. Ich denke mir mal, das wird auch, denke ich mal, mein OP-GS, vermute ich jetzt mal, Leute. Aber, WTF, der Pilz gefällt... Hä, wir hatten ja den Pilz gebaut. Alles klar, richtig... Oh mein Gott. WTF, Leute. Der Pilz ist ja... Hä, das ist ja wie eine Wohnung. Okay... Alles klar, Leute, richtig cool. Also, der Pilz, wegen dem Pilz gibt es wirklich mehr Pluspunkte mal. Richtig geil. Aber ich finde es wirklich schade, dass GS nicht fertig ist. Wenn das fertig wäre, wäre es bestimmt ein Emo-Block. Aber leider, leider Gottes, ist es nicht der Fall. Ist das die Person? Nee, ist Premium. Schwierige Entscheidung, Leute. Es ist wirklich eine richtig coole Idee, ist das. Ihr habt auf jeden Fall nochmal so wie einen Berg oder sowas gebaut. Ich denke mir mal, das ist so... Das wird so ein geiles GS bestimmt werden. Was steht denn hier? Gratis, Middleman, Dienste, LG, okay. Hä, okay. Was ist denn... Wo geht's jetzt hier hin? Ach so. Okay. Ja, Leute. Es ist jetzt echt schwierig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich jetzt bewerten soll jetzt hier, Leute. Okay. Leute, wie gesagt, Leute, ihr könnt auch gerne immer in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwie falsch bewerte oder so habe oder so. Ihr könnt auch immer Verbesserungsvorschläge oder so reinschreiben für Plots bewerten. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Und ihr könnt natürlich auch Sachen spenden, ne, was ich für Plots bewerten auch nehmen kann. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, Leute. Ich habe da eine extra Kiste angelegt, Leute, wo ihr, wo ich da die Sachen immer extra reinlege. In der Tat. Und... Ja, aber ich weiß echt nicht, Leute. Ich würde so gerne ihnen eigentlich einen ersten Platz geben, aber das GS ist nicht fertig, Leute. Das kann ich nicht.
Ich weiß nicht, ich denke, ich kann ihn aber eigentlich auch Diamant nicht geben, Leute. Also einen zweiten Platz kann ich eigentlich auch nicht geben. Auch wenn das so geil schon ist, Leute, weil man erkennt das eigentlich schon, dass der hat auf jeden Fall Talent, hat der. Wie viel haben hier überhaupt hier Rechte? Null. Helfer, keine, vertraut keine, okay. Einer verboten. Ich weiß nicht, Leute. Ah, so eine schwierige Entscheidung, Leute. Oh mein Gott, scheiße. Ich muss mich aber jetzt entscheiden, Leute. Ich kann mich wirklich null nennte entscheiden, Leute. Könnte das nicht ein anderes GS sein, was fertig ist oder so? Ah, die Straße, das gefällt mir genauso, Leute. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Leute. Leute, wir machen es ganz einfach. Ich würde sagen, ich gebe ihm 2 Bewertungen, weil ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich gebe ihm auf jeden Fall Eisenblock und Diamantblock, Leute. Also gut und Mitte gebe ich ihm einfach mal. Ich kann mich nicht entscheiden. So, Leute, ich habe ihn einfach mal geschrieben, er mal herkommen. Und Leute, ich würde ihm, wie gesagt, einfach mal beide Bewertungen geben, Leute. Also gut und schlecht werde ich ihn einfach mal geben. Habe ich ihn jetzt das nee, habe ich nicht. So. Nee, jetzt habe ich ihm das doch gegeben. Ach, scheiße. Egal. Ich habe ihn einfach jetzt einfach mal, so Leute, ich habe ihn einfach jetzt mal geschrieben, ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe ihn ja jetzt gut und Mitte gegeben. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr ihm gegeben hättet für dieses GS, Leute. Dank und Herz schreibt dann noch gern geschön. Und ich würde sagen, Leute, ich werde an dieser Stelle das Video beenden. Wenn euch das gefallen hat, ich einfach mal ohne Karten so ein Video mal aufnehmen soll. Also wenn ich mehr das aufnehmen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ich mal euren Skin in der nächsten Folge mal reinmachen soll, schreibt es gerne mal wirklich unbedingt mal rein. Würde mich echt mal interessieren, Leute. Lasst gerne ein Like da auf dieses Video, wäre mich auch für richtig freuen, Leute. Wer mich auf jeden Fall abonniert, tut immer mit mir treten, Hashtag SelbstmitSteamArmee. Das wäre richtig cool, Leute. Und tut auf jeden Fall bei Instagram mal vorbeischauen, wäre auch nochmal richtig nice, Leute. Und was ich auf jeden Fall nochmal ganz wichtig sagen muss, ist, Leute, guckt auf jeden Fall auf den YouTube-Channel Knoxtastisch mal vorbei. Er fängt das, denke ich mal, auch mit YouTube an, weil, Leute, er hat sich heute das Programm Action gekauft. Das ist ein Aufnahmeprogramm, Leute, damit nehme ich ja auch auf und so. Das ist ein kostenpflichtiges Programm. Er hat sich das heute auch gekauft, Leute. Ich denke mir mal, da kommen jetzt bestimmt auch Videos und so. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Drückt in ein Abo rein und Leute, jetzt würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Tag, macht's gut, bleibt cool und ciao.